Los geht's. Komm jetzt, du Schweizer Lappen! Auf geht's, komm! Auf geht's! Komm! Tief! Micha, komm! Du willst auf die Bühne! Herzlich willkommen, liebe Bodybuilding-Ref-Fans. Heute sind wir hier in Berlin mit mir, Daniel. Und heute steht ein Beintag an. Wir sind hier im Powerhouse Gym in Berlin. Das ist für einige von euch sicher ein Begriff. Wird auch der Folterkeller genannt in Insiderkreisen, so wie ich das mitbekommen habe. Und die haben einen speziellen Beinraum und den werden wir heute mal richtig, richtig missbrauchen. Schaut uns einfach zu. Wir sind soweit etwas gesundheitlich angeschlagen, soll aber nicht heißen, dass wir heute nicht an den Grenzen sind. Es wird heute wieder Hardcore-Training. Wer den ersten Teil gesehen hat, kann sich schon mal freuen auf den zweiten Teil. Es wird massives Training heute. Ja. Die ein oder anderen Methodiken werden heute wieder eingesetzt. Ich schrie mir da auf, also macht euch schon mal gefasst. Sind wir hier bei der ersten Übung, jetzt gibt es Kniebeugen. Wir haben uns jetzt heute darauf geeinigt, dass wir das im Power-Stil machen, sprich das 5x5 System anwenden. Ich finde das ziemlich gut, da man dann noch nicht so hohe Laktatwerte hat direkt. Man ist noch nicht so aufgepumpt und da hat man auch noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Reserve für die späteren Sätze. Am Schluss machen wir noch einen Ausbrennsatz, haben wir gerade abgemacht. Findest du auch eine gute Idee, oder? Das ist die beste Idee überhaupt. Überhaupt noch mal den letzten Satz, da pumpen wir noch mal ordentlich dementsprechend durch. Da gehen wir wirklich bis zum Versagen. Bei dem vorletzten Satz natürlich auch bei den schweren Sätzen. Das heißt, wenn wir wirklich mal versagen sollten, haben wir natürlich hier die Absicherung. Und das wird heute auch ganz gut zum Einsatz kommen. Ja. Ja, machen wir. Wärmen wir uns ein bisschen ein. Und dann geht's los. Immer aufwärmen, mindestens 5 Sätze, 3, 4, 5 Sätze aufwärmen, damit die Knie richtig schön schmierig sind und da richtig alles läuft. Isometrisch. Ich würde sagen, los geht's. Auf geht's, Micha, komm. Am Schluss musst du mir wirklich helfen, ne? Ja, klar. Dass du da bist wegen dem. Ich bin da. Wenn ich schon so tief gehe, würde ich. Komm, Micha. Lockeres Ding erstmal noch. Atme schön durch. Komm, weiß. Komm. Schön, weit, komm! Schön, weiter, komm! Volle Bewegung! Komm jetzt! Hoch! Schön!
Lightweight. Ja, gehen wir mal hoch, ne? Ja, aber nicht mehr viel für mich. Wenn ich 5, also 10 auf jeden. Wenn ich 5 packen will. Wo sind denn hier die 10er? Die Kindergewichte haben sie gar nicht mehr. Nee. Dann müssen wir 15er nehmen. Über Augenschuhe. Pack mal 15er. Für 5 Wiederholungen. Ja, klar. Okay. Da kann ich nicht mithalten. Ja, Daniel baut jetzt hier nochmal 15 pro Seite drauf, sind dann 170. Das wird mir persönlich mit größter Wahrscheinlichkeit zu viel sein. Ich werde mich jetzt da nicht vor meinem Ego überreden lassen, noch mehr zu machen, aber wenn er das für er seine 170 macht, soll er das machen. Das System ist ja 5x5. Ich bin jetzt nach dem zweiten Satz genau richtig drin. Eventuell gehe ich auch noch ein bisschen drauf, aber schauen wir mal. 5x5 muss drin liegen. Mal schauen, ob er die 5 auch packt. Immer mit der guten Tiefe. Weil ich finde immer, Technik geht vorm Gewicht. Das ist meine persönliche Meinung. Aber mal schauen. Er wird schon wissen, was er tut. Der Sportdoktor hier. Sport? So, Daniel, ich würde sagen, wir machen noch einen Powersatz, wie du gesagt hast. Stopp. Ich habe was für Mischa mitgebracht. Ich weiß, er geht immer gerne an die Grenze. Ich gehe auch gerne an die Grenze. Geheimwaffe oder was? Ja, das ist ein kleiner, Trick. Ammoniak Ampullen. Tampons. Nein, erkläre ich dazu. Nicht illegal in der Dosierung, die ich das habe. Wird in der Riechtherapie eingesetzt. Ist auf dem freien Markt erhältlich. Okay. Push dich nur nochmal in der Form, dass dein ZNS nochmal freigemacht wird. Gibt es im Handel, werden, so und jetzt. Also warte, darf ich fest einatmen? Du atmest fest ein und wirst das automatisch direkt wegziehen. In erste Nase noch und dann, oh, komm jetzt, schon. Auf geht's. Also, oh. Eins, zwei, ah! Andere Nase noch, Kurva. Komm jetzt. Ah! Komm, jetzt geht's los, auf geht's jetzt. Oh, komm! Komm! Diese Gäulen parallel, komm jetzt! Komm, lock dir das Ding für dich. Bleib stabil, ohne Schwung. Bleib stabil. Du musst es wollen, auf dich, komm.
Schön, da ist der Wille. Komm, weiter! Letzter, komm jetzt! Muss es wollen! Druckpunkt! Komm rein! Muss es wollen, komm! Komm! Nein! No! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm! 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 Schlagen wir es irgendwann. Da musst du Gas geben, Alter. Aber richtig. Komm! Deine putzige Stimme. Oben gar nicht warten. Stop! Und wieder runter. Stop! Komm jetzt. Stop! Los! Oh!
Hilf mir! Da! Weiter! Langsam runter! Und der letzte! Komm zu jammern jetzt! Ah! Weiter! Und was zu trinken. Wir ich brauche Essen. Essen! So Leute, das war's. Ich bin an dieser Stelle leider schon sehr fertig. Ich zitter die ganze Zeit in meinen Beinen. Es ist ganz schlimm, so nach dem Training. Ihr seht es vielleicht jetzt gerade. Es ist nicht mehr lustig. Wir gehen jetzt essen und pennen, würde ich sagen, oder Daniel? Mhm. Also ich würde sagen, nicht mehr groß reden. Also ich muss euch echt empfehlen, wenn ihr mal in Berlin seid, geht ins Powerhouse Gym. Echtes Hardcore-Gym hier. Haben einen eigenen Beinraum. Das ist ja mal ein Traum, oder? Also wenn ich mal nach Berlin ziehen würde, würde ich hier ganz klar mein Studio finden, würde ich sagen. Das Ganze kann ich auch nur soweit unterstreichen. Wir haben heute gezeigt, wie man das Training in der Kürze der Zeit maximal legen kann. Ich denke mal, wir sind an unsere Grenzen gegangen. Wie man auch gemerkt hat, wir haben uns ganz gut wieder gepusht. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut, so ganz gut gefallen. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch und bis demnächst, liebe Bodybuilding-Rap-Fans. Ja, man sieht sich. Das ist das Furzloch. Komm jetzt, du Schweizer! Komm jetzt! Zwei Stück. Ah, komm! Komm. Hey, ist da Gewicht? Gib mal noch Zeit. Scheiße, Mann. Ich glaube. Ah, fuck. Kannst du mir nicht Gewicht mehr? Hast du nicht aufgegangen? Nee. Ich wollte. Scheiße. Was hast du denn da drauf? Ich bin noch ein Fünfer. Ich hab's gar nicht gespürt, ey. Können wir das schneiden? Irgendwie? Was? Fünfer noch drauf? Alter! Das ist so krank! Also, geht's los. Moment, alle in Position. Ja, ey, aber was geht denn jetzt, Leute? Ja, genau, was geht denn jetzt? Hör mal auf, deine Eier zu zeigen, Alter. Guck mal, wenn der Sprenger hinterherfallen. Und, Kameras laufen. So, wo schaue ich hin? Komisch. Also, yo, aber in welche Kamera muss ich überhaupt sprechen? Scheiße, mein Rucksack ist drauf. Ich muss mich doch von meinen besten Seiten hier zeigen. Oh.
warte. Die Jungs müssen, ihr müsst halt noch was erzählen, ne?